Ja, vielen Dank für die ganz freundliche Einleitung, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass Sie mir heute Morgen schon hier zuhören möchten. Vielen Dank, Herr Professor Waldthiel, für die Einladung. Ich fühle mich bei Ihnen echt sehr, sehr heimisch, muss ich sagen, ja? Weil ich habe ein bisschen was mit, also ich habe sozusagen für meinen Beruf die Innovation gewählt und ich habe tatsächlich vor 13 Jahren zum ersten Mal diese Innovationschefs, CEOs, Strategiechefs und so weiter von verschiedenen Unternehmen eingeladen und habe denen, also seitdem treffen wir uns jedes Jahr für 2 Tage und ich stelle denen immer nur eine Frage, nämlich die Frage, was glaubt ihr, wie in 10 Jahren diese Welt aussieht? Und es passieren interessante Dinge, so aus verschiedenen Branchen legen die so ihre Dinge, wo sie jetzt so investieren, so auf den Tisch und warum und mit welcher Erwartungshaltung. In der Schnittmenge sehen sie dann sehr genau, wo treiben alle, das hat eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit, wo treiben nicht so alle, das hat eine bisschen geringe Umsetzungswahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Und um das herum hat sich sozusagen ein kleines Trendforschungsinstitut entwickelt. Damit Sie so wissen, wer das ist, mit dem ich mich so umgebe, einfach nur 7 aus 300, die sich da jedes Jahr treffen, stellvertretend für die Computerjungs, der Hannes Schwaderer, der Deutschland-Europa-Chef lange Jahre von Intel, links oben Gründer der Mediamärkte, Walter Gunz, rechts oben Energiewirtschaft, in der Mitte der Cheftrendforscher von Volkswagen, links unten Bodo Urban, Fraunhofer-Forscher, müssen Sie sich alles nicht merken, ja? Aber schauen Sie sich dieses Foto da an von diesem Bodo Urban, dieser Handschuh, den der trägt, darüber will ich Ihnen gerne nochmal mit Ihnen reden. Weil der behauptet, in 5 Jahren gehen Sie in irgendeinen Elektronikmarkt Ihres Vertrauens, kaufen da irgendwas, Radio, Fernseh, Computer, was man eben so kauft, und das Ding versteht Ihre Emotionen. Und zwar nicht, Sie kaufen das nicht, weil Sie das wollen, sondern weil es keinen anderen mehr gibt. Also ist es automatisch drin. Ja? Und eben Paul van Dyk dabei und Bischöfe dabei, genug der Vorrede. Das, was mich die ganzen Jahre ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass die Leute, diese Innovationsleute, die da zusammenkommen, ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind eigentlich unzufrieden mit sich. Ja? Die wollen die Welt verändern, haben eigentlich die geilsten Jobs, die es gibt, aber sind immer irgendwie unzufrieden. Und ich habe mir lange Jahre gefragt, warum sind die um alles in der Welt unzufrieden mit sich? Bis mir ein Kollege, der Innovationschef von Siemens, also von einer Siemens-Sparte, diese Tabelle schickte. Und ich glaube, die bringt das auf den Punkt. Ich glaube, die bringt das auf den Punkt, worüber ich heute Morgen mit Ihnen reden möchte. Sie sehen da hinten in der linken Spalte verschiedene Arten von Innovationen. Ein Facelift, eine relativ schwache Innovation. Ja, wenn ich Ihnen dieses Ding hier nicht schwarz, sondern rot mache, ist es ein Facelift. Okay. Wenn ich Ihnen eine Marktforschung mache und Sie sagen mir, Sie wollen hier nicht 4 Tasten, sondern 5 Tasten drauf haben, dann ist es eine Verbesserung. Kann ich Ihnen anbieten. Neue Gerätegeneration, da wird es ein bisschen stärker, die Innovation, aber hat noch nichts mit Geschäftsmodellinnovation oder irgendwas zu tun. Ja, nichts mit Breakthrough oder Mission Changes oder sowas. Sie sehen in der zweiten Spalte die Erwartungen des Managements in normalen, nicht nur deutschen, internationalen Unternehmen in diese verschiedenen Innovationsarten. Und Sie sehen, die Erwartungshaltung des Managements ist sehr hoch in so Facelift-Geschichten, ja, so ganz schwaches Zeug, und sogar negativ in die starken Innovationen. Und in der letzten Spalte hinten sehen Sie, das deckt sich 1:1 mit dem eingesetzten Budget. Ja, viel Geld für schwache Innovationen, wenig Geld für starke Innovationen. Das Problem ist die mittlere Spalte, das, was rot ist. Was kommt hinten raus? Und da sind die Flopraten übrigens schon rausgerechnet. Viel bei stark, wenig bei schwach. Das ist das Dilemma der Innovation in Unternehmen, in etablierten Unternehmen. Und das ist die Chance für Sie, für Entrepreneure, für Innovatoren, für Rulebreaker. Einfach, wenn die großen Unternehmen sich alle auf Geschäftsmodellinnovation kaprizieren würden, die haben alle viel Geld, viel mehr Geld als wir. Ja? Wir hätten keine Chance. Aber sie tun es nicht. Das ist eher schon. Ich versuche langsamer zu reden. Die Bitte war, etwas langsamer zu reden. Dann muss ich die Organisatoren bitten, sozusagen hinten mir ein bisschen mehr Zeit zu geben. Klar. Schauen Sie, mich interessieren, also ich hab mir dann vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren gesagt, diese schwachen Innovatoren, alles schön, da kann man viel Geld mit, also als Innovationsmensch, als Trendforscher viel Geld mit verdienen. Mich interessieren eher die Starken. Mich interessieren die, die tatsächlich die Welt verändern. Und über die möchte ich mit Ihnen in den nächsten Minuten reden. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Dieser Mensch da hinten, wie man sieht, ist kein junger Hüpfer mehr, kein Hasardeur oder irgendwie, sondern echt ein gestandener Mensch. Horst Rahe heißt er. Horst Rahe hat aus meiner Sicht in den letzten Jahren eine der größten Markteroberungen gemacht, die man
überhaupt in Deutschland, in Europa gesehen hat. Und die Geschichte von Horst Rahe fängt eigentlich an schon 1972. Damals bekommt er Besuch von einem Amerikaner. Die haben irgendwie familiär mit ein bisschen, also über ein paar Ecken ein bisschen miteinander zu tun. Der Amerikaner kommt an und sagt, Horst, du bist doch hier in der Reederei, also so Schifffahrt, ja. Ich habe einen Vorschlag für dich. Wir gründen gemeinsam eine Kreuzschifffahrtslinie, neuen Typs. Wir Amerikaner, Englischsprachigen, wir haben einen großen Markt. Ihr habt damals noch in Deutschland ein lukratives, steuerlich lukratives so KKG-Modell. Lasst uns zusammentun, wir tun das. Der geht zu Banken, zu seinen Banken, die er so kennt, die sagen ihm, um Gottes Willen, lass die Finger davon, ja, die Amis und dann alles schlimm. Und tatsächlich, er traut sich nicht. Er schickt den Amerikaner zurück, der Amerikaner fährt zurück und gründet die Carnival Cruises Lines. Der Amerikaner hieß Ted Arison, der ist der Gründer und Inhaber der größten Kreuzschifffahrtslinie der Welt. Horst Rahe hätte dabei sein können, hätte 50% haben können, hat er aber nicht. Echt blöd. Ja? Das ist ein Trauma, das ihn über Jahre verfolgt. 20 Jahre später kriegt er die zweite Chance. 1992 wird der Osten ist sozusagen pleite gegangen. Die alten Oststaatsbetriebe werden privatisiert durch die Treuhandanstalt. Und der kriegt das Angebot, Mensch, kauf doch die deutsche Seereederei. Damals die größte, zweitgrößte Reederei nach den Russen der Welt. Ganz viele Schiffe, die alle ziemlich kaputt sind, ziemlich viele Immobilien, die alle nichts taugen, ziemlich viele Mitarbeiter, die alle nicht wissen, was sie zu tun haben. Echt marodes Ding. Und keiner übrigens der deutschen Reeder will das Ding haben. Ja? Hapag-Lloyd, Größen, die sagen alle, nee. Horst Rahe sagt, ich habe da eine Idee. Und hören Sie mal bitte selbst, wenn die Technik den Ton anmacht, hören Sie mal bitte selbst, wie er beschreibt, warum, was er damals so gesehen hat. In der Kreuzschifffahrt war bis 1993, seit 1898, da hat die erste Kreuzschifffahrt stattgefunden, hat sich praktisch nichts geändert. Die Rituale, die auf dem Schiff stattfanden, das Routing, die Preise, das Publikum war mehr oder weniger immer gleich geblieben. Es gab einen kleinen Zirkel von Menschen, die dort zusammenkamen, solche Fahrten machten. Sehr geprägt, auch dadurch einen Platz zu haben, wo sie ihre Juwelen zur Schau stellen konnten und so weiter und so weiter. Ein Journalist hat es mal sehr treffend bezeichnet, Landgang, Tischgang, Stuhlgang, das war so der Tagesablauf auf den Schiffen. Also es war praktisch 100 Jahre nichts passiert. Falls Sie mal auf eine Branche treffen, in der 100 Jahre nichts passiert ist, ja, bitte gehen Sie irgendwie rein. Sie können quasi fast nichts falsch machen. Was hat er gesagt? Der hat gerade drei Grundregeln dieser Branche genannt. Nämlich erstens steif, ja, so Schlips und Anzug. Zweitens exklusiv, nur für die oberen 10.000. Und drittens teuer, naja, teuer halt. An diese Grundregeln, die keine Gesetze sind, hat nie jemand aufgeschrieben, sind so ungeschriebene Gesetze, könnte man sagen, hat sich die komplette Branche gehalten, jedes dieser Unternehmen. Und der sagt, oh, wenn ich diese Grundregeln breche, dann gibt es da einen Markt. Ein Einschub. Der sagt im Nachhinein von sich selbst, er hätte das nie gemacht. Er hätte das trotzdem, also dieses Risiko da, diese maroden Schiffe und so, hätte er nie gemacht, hätte es nicht einen Tag gegeben. Und zwar den 6. Januar 1993. Das ist dieser Tag da hinten sozusagen, da sehen Sie das. Eine Honoratiorenveranstaltung in Bremen, traditionell jedes Jahr, die Bremer Eiswette. Und da sitzen so Menschen, die Frauenquote ist relativ gering, glaube ich, zu sehen, wie das halt so früher war. Ja? Sitzen da an Tischen, ich war noch nie dabei, ich habe mir nur sagen lassen, das Besondere an diesem Ding ist, es dauert 6 Stunden und es gibt immer im Wechsel Rotwein und Schnaps. Und prüfen Sie es selbst nach, ich weiß nicht. Und weil das aber ziemlich anstrengend ist, gibt es nach 3 Stunden eine Pause. Da dürfen die aufstehen und ein Bier trinken. Und dann läuft er mit seinem Bier durch die Reihen und hört hinter sich seinen Namen. Und er erzählt selbst die Geschichte, er dreht sich nicht um, er bleibt stehen und belauscht dieses Gespräch, was hinter ihm ist. Und da redet der Vorstandsvorsitzende Henneberg, der Hapag-Lloyd, also größte deutsche Reederei, mit dem geschäftsführenden oder kommissarischen Geschäftsführer dieser deutschen Seereederei. Und das Gespräch geht ungefähr darum, hast du gehört, der Rahe hat da eine Idee, der will uns kaufen, ist das was? Und der Henneberg, dieser Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzende, sagt, ja, ich kenne den Rahe, das ist ein solider Typ, aber das schafft er nie. Der Rahe sagt, bis zu dem Zeitpunkt wollte ich nicht.
Genau seit diesem Zeitpunkt will ich. Ja? Und all diese Menschen, die ich getroffen habe, die ich porträtiert habe, wo ich diese Bücher darüber geschrieben habe, sind getrieben, und das ist ganz wichtig, ich meine, das wird Ihnen nicht anders gehen, sind getrieben nicht durch irgendwelche Milestones und ich will dann und dann irgendeinen Exit machen und diesen ganzen, gibt es natürlich auch, ja? Aber die interessanten Markteroberer, die ich meine, die sind getrieben von einer Vision, die in die Welt muss. Und zwar egal, ob irgendwelche anderen an sie glauben oder nicht. Im Gegenteil, ist sogar noch gut, wenn die nicht daran glauben, weil dann kann ich mich noch ein bisschen reiben. Also, was macht dieser Horst Rahl? Der besorgt sich ein bisschen Geld tatsächlich, investiert das in ein neues Schiffskonzept. Lässt also ein Schiff bauen neuen Typs. Der hat sich übrigens die Geschäftsführung der Robinson-Clubs abgeworben sozusagen. Das hat die TUI damals nicht gefreut. Also der Mutterkonzern, aber irgendwie die Situation war günstig, bringt die zusammen mit seinen Rädern, erzählt selbst, dass es ganz schwierig war, weil nach einer Woche kamen diese klassischen Räder zu ihm und sagten, Mensch, die sind doch völlig verrückt, diese Touristenleute, die wollen Feuer auf dem Schiff machen, offenes Feuer. Grundregel von Schiffen, ich habe da wenig mit zu tun, aber das habe ich verstanden, Grundregel von Schiffen, kein offenes Feuer, weil man kommt schlecht weg. Ja. Naja, als dieses Schiff kam, gab es da offenes Feuer auf dem Schiff, ja, und gibt es heute noch. Also, kurz gesagt, er lässt ein neues Schiff bauen, aber mit einem neuen Schiff habe ich noch keinen neuen Markt. Und dann macht er was Interessantes. Er sagt sich, okay, er hat ein Studium gemacht, und hat sich gefragt, oder hat die Menschen gefragt, bis zu welchem strategischen Preis habe ich einen Massenmarkt? Damals noch D-Mark-Zeiten, 1500 D-Mark. Okay. Und dann da sagen die Etablierten, das geht nie. Spätestens jetzt ist er völlig durchgedreht, weil man kann keine Kreuzschifffahrt für 1500 D-Mark anbieten. Es geht einfach nicht. Der Rahl sagt, doch, es geht. Hören Sie es mal selbst. Das muss man sich mal, wenn wir irgendwas, als ich früher irgendwas mit Ökonomie und Wirtschaft gelernt habe, es wird Ihnen nicht anders gegangen sein. Wir haben gelernt, ein Preis setzt sich zusammen aus Material, Personal plus Marge gleich Preis. Das ist die Logik, die alle, fast alle da draußen treiben. Der Preis geht da hoch, mit dieser Logik, ja? Geht gar nicht anders. Dessen Logik ist völlig anders. Die Logik heißt, ich setze einen Preis. Zudem will ich verkaufen. Minus meine Marge, da lasse ich nichts dran, ich will was verdienen. Gleich Material plus Personal. Muss sinken in dem Fall, logisch. Und wie sinkt es? Hat er gerade beschrieben. Der hat seine Schiffe mit einem Drittel des Personals bisheriger Schiffe fahren lassen, also diese Ober, diese waren halt einfach nicht mehr da. Das hat nicht alle gefreut, ja, das muss man gleich dazu sagen, aber es hat sein Geschäftsmodell sozusagen beflügelt. Was er gemacht hat, haben Sie jetzt wahrscheinlich alle schon im Kopf, er hat die AIDA-Flotte gegründet, später verkauft, inzwischen macht er ganz andere Dinge. Das Interessante ist, wenn Sie so analysieren als Berater, als Wissenschaftler wie ich, was er da so getan hat, dann kommen Sie ganz schnell auf den Trichter, das ist die typische Blue Ocean Strategie. Nutzeninnovation, strategischer Preis, klarer Fokus auf bestimmte Nutzenelemente. Nichts anderes hat er getan. Wenn Sie mit dem darüber reden, sagt er, Blue Ocean? Was ist denn das? Ja? Und er würde weit von sich weisen, jemals irgendein Buch dazu gelesen zu haben, weil dann wäre es ja nicht mehr er. Was können wir von dem lernen? Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie diese Typen ticken und wie vielleicht wir in unseren Köpfen so den einen oder anderen Schalter tatsächlich ein Stück weit umstellen können. Und ich möchte zweitens darüber mit Ihnen reden, welche Regelbrüche man heute schon sehen kann, in den nächsten Jahren hier in unseren Märkten drohen und was natürlich unheimliches Geschäftspotenzial für uns bietet. Bei dieser Frage, wo kommen die nächsten Regelbrüche? Schauen Sie sich bitte diesen Menschen an. Für mich einer der aktuellen Rulebreaker par excellence. 36 Jahre, Chinese, wie man sieht, Yun Wang, der CEO des sogenannten BGI, Beijing Genomic Institute. Das ist der größte Gensequenzierer der Welt. Die sind in China logischerweise, ja, sind groß geworden dadurch, dass sie die Gensequenzierung sehr billig angeboten haben. Also wenn irgendein Genforscher oder Arzt ihre DNA sequenzieren wollte, dann war die Wahrscheinlichkeit in den letzten Jahren sehr hoch, dass sie das dahin geschickt haben, weil die einfach billig waren. Inzwischen dreht sich das übrigens in Qualität. Die besten Wissenschaftler der Welt gehen dahin. Ich habe den im Sommer getroffen, wir haben viel miteinander geredet, diskutiert, und ich habe den eine blöde Frage gefragt. Nämlich meine typische Standardfrage, was glaubst du, wie in 10 Jahren in deiner Branche die Welt aussieht? Und er sagte mir als erstes, Zen, ich weiß es nicht.
Ich kann dir sagen, wie es 2020 aussieht. 2025 habe ich keine Ahnung. Sage ich, okay, 2020. Das ist interessant, weil der sagt, 2020 wird die Sequenzierung einer individuellen menschlichen DNA weniger als 100 Dollar kosten. Was passiert dann? Dann gibt es 20-30%, die sagen, das darf man nicht. Aus ethischen Gründen und so weiter. Okay, werden wir viel diskutieren, viel lesen in den Medien. Dann gibt es 60-80%, die sagen, 100 Dollar habe ich. Ich mache das mal. Was passiert dann? Dann kriegen Sie zurück eine Datei mit Ihrer DNA. In dieser Datei steht drin, also erstens steht drin, wie Ihre Kinder aussehen werden. Kann man drüber reden, muss man nicht drüber reden, ist aus meiner Sicht völlig unwichtig. Was wirklich drin steht, was wirklich wichtig ist, ist, welche Krankheiten sind in Ihnen angelegt. Plus, wie muss der Bakterienmix in Ihrem Körper aussehen, damit diese angelegten Krankheiten nicht hervortreten. Und was passiert dann, wenn Sie diese, Datei auf Ihrem Smartphone haben? Dann wird es Menschen geben, er denkt, er ist einer davon, die sagen, oh, dann biete ich dir jetzt den Bakteriencocktail zum Kauf an. Deinen täglichen Bakteriencocktail, der dafür sorgt, dass du nicht krank wirst. Und dann habe ich Blödmann gefragt, ja, aber es kauft doch keiner so Ganzgläser mit Bakteriencocktails. Hat er gesagt, stimmt. Aber es kauft jeder Butter, Drinks, Margarine, Joghurt, können Sie durchdeklinieren. Das ist der Regelbruch, der uns aus meiner Sicht in den nächsten Jahren erwartet. Ich versuche das, ich halte relativ viele Reden, meistens so in so etablierten Unternehmen, die in Management- und Strategiekreisen. Ich habe mir angewöhnt, eine Frage zu stellen in jedes Auditorium. Weil ich glaube, die Frage bringt es auf den Punkt, was wir hier sehen, welchen Regelbruch wir in den nächsten Jahren sehen. Diese Frage geht jetzt an Sie. Wenn ich Ihnen etwas anbieten würde, was mit den Nebenwirkungen eines Kaffees, ja, also nicht keine Nebenwirkungen, das ist Quatsch, berechenbare Nebenwirkungen, Ihnen anbietet, für die nächsten 3 Stunden Ihre Hirnleistung zu optimieren. Wer von Ihnen würde das wollen? Ab und zu, nicht immer. Sie sind typisches Publikum, Dankeschön. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn ich das in ganz, also großen Auditor und so weiter, wenn die Leute nicht die Hand heben sollen, sondern anonym so ja, nein drücken. Ja? Die Blauen, selbe Frage, also da sitzen, ich glaube, 1500, also wie bei Ihnen, der Kongress, hier 1500 Menschen, drücken ja, nein, die Blauen haben ja gedrückt, 76,2%, die Grünen nein, 23,8. Was wir da sehen, ist aus meiner Sicht einer der größten sozusagen consumergetriebenen Regelbrüche der nächsten Zeit. Der heißt nämlich, wir Menschen dachten früher, dass dieses Ding hier, dieser Körper, etwas Gegebenes ist. Die einen sagten Gott gegeben, die anderen sagten Natur gegeben. An der Stelle egal. Gegeben heißt, ich darf es nicht verändern. Ich darf es nur reparieren, wenn es kaputt gegangen ist. Und das darf ich nicht mal selbst, sondern da muss ich zu den Experten gehen, ja, zu den Ärzten. Das ist die Basis unseres kompletten Gesundheitssystems. Das Problem ist, die Menschen, die Masse der Menschen ist von diesem Grundgedanken weg. Wir denken, dieses Ding lebt immer länger und ich bin dafür verantwortlich, nicht Gott, nicht Natur, ich, dass das schön bleibt, gesund bleibt, leistungsfähig bleibt. Und die Frage, wie übernehme ich diese Verantwortung? Da scheiden sich die Geister. Ja, da sagen die einen, da muss ich hier oben möglichst viel Öko und Bio reintun in meinen Mund. Das sind die Grünen, ein Teil der Grünen. Ja, also so groß ist der Biotrend nicht, wie 23%. Weil diese 23% bestehen aus denen, die sagen, Akt der Schöpfung, ich darf gar nicht, plus denen, die sagen, Öko und Bio rein. Die anderen sagen, ach, weißt du, wenn das so ist und keine Nebenwirkung und so und geht schnell und das Geld habe ich, gib mir doch was. Schauen Sie, wer hat gerade die Hand gehoben? Darf ich die Hände nochmal sehen? Jetzt wird's kritisch. Ja, ja. Brain Tonic. Das Ding verspricht, es macht Sie für die nächsten 3 Stunden schlauer. Es ist übrigens kein Ritalin drin, ja? Also nicht enttäuscht sein, bitte. Es ist sogar koscher, amerikanisches Produkt steht hin. Wer möchte? Ach, zu viele. Die Dame war die erste hier. Fühlen sich bitte zu nichts gedrängt. Ja? Lesen Sie genau durch, was es ist. Aber falls Sie diese Lasche öffnet, dann beobachten Sie bitte diese Dame. Weil Sie werden im Laufe des Tages Hirndoping erleben. Ja? Zweites, kurzes Beispiel. Ein französischer Schokoladenhersteller, der sagt, ich habe den Trend der Körperoptimierung entdeckt, Schokolade hat 2 Eigenschaften, die macht glücklich, aber dick. Die macht nur glücklich. Ganz klar. Ich bin gleich da. Hören Sie sich wenigstens an, warum.
Das ist Schokolade zum Inhalieren. Ja, die geht vom Mund ins Hirn und kommt nicht an der Hüfte vorbei. Ich habe hier Kirsch und ich habe grüne Apfel. Was möchten Sie? Kirsch. Würden Sie das mal durch? Jetzt habe ich hier noch grüne Apfel. Ja? Ach, die Dame. Sie sind technisch versiert. Es gibt nur eine Art, das zu öffnen. Bitte aufreißen. Ja? Und dann ist ein Röhrchen drin. Das muss in den Mund, nicht als Querflöte. Da fällt alles raus. Pulver drin, Vorsicht. Blockflöte. Und dann inhalieren. Nicht verschlucken, Pulver. Letztes Beispiel, wenn wir jetzt schon in unserem schönen Regelbruch, naja, Hirn, Geist verkauft haben und Glück verkauft haben, was verkaufen wir noch? Schön, ja, Schönheit, genau. Beauty Water. Großer deutscher Mineralwasserkonzern sagt, Schönheit kommt von innen. Einmal täglich. Los geht's. Wer möchte? Am lautesten schreien immer die, die es nicht brauchen. Ja, das ist echt das also, sie sind speziell. Normalerweise meldet sich keiner bei der Frage. Stimmt nicht ganz. Manchmal übrigens eine Dame, die sagt, ich will das für meinen Mann. Das gibt's. Egal. Ich stelle das hier her. Wer am Ende der Rede... Ja, da ist es. Was will ich Ihnen damit sagen? Wir werden vermutlich in ein paar Jahren Dinge erleben in unseren Küchen, die versprechen, unsere Kinder intelligenter zu machen. Nicht mit Ritalin. Nein. Warum kommt das? Weil ein Chinese das prognostiziert? Nee. Weil 76% bereit sind dafür? Auch noch nicht. Das ist schon ganz gut, aber auch noch nicht. Das kommt, weil ein Tipping Point erreicht ist. Und dieser Tipping Point heißt... Die ressourcenstarken und marktprägenden Akteure in dieser Welt gehen genau in diesen Trend hinein, investieren ihre Ressourcen in diesen Trend. Nestlé ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, gründet ein Institute of Health Sciences, investiert gleich mal 500 Millionen und sagt, medizinische Nahrung ist der große Wachstumstrend. Das, diese Tipping Points, sind die Dinge, nach denen Trendforscher suchen. An dieser Stelle sind wir uns dann sehr sicher. Ja, dann geht es aus einer Idee heraus in ein echtes Zukunftsgeschäftsmodell. Übrigens, der Trend der Körperoptimierung geht noch weiter. Noch nicht die nächsten Jahre. Hier sehen Sie einen Menschen, der hat einen Chip im Arm, Tim Cannon. Kluger Typ. Also, ich von so gestandenen Managern kriege ich immer so Stirnrunzeln und sagen, der sieht ein bisschen komisch aus sozusagen. Ja. Nee, ist ganz anders. Ganz kluger Typ. Der oben links, Christian Holz, ein Forscher aus den Yahoo Labs in Sunnyvale, forscht an implantierbaren Chips, die ein bisschen kleiner sind als dieses Monstrum da in seinem Arm hier. Ja. Dieser Mensch, Gary Lynch, amerikanischer Professor, hat die Empekines erfunden. Empekines ist sozusagen ich sag's mal kurz, so viel Zeit habe ich nicht, der Nachfolger von Ritalin. Der verspricht quasi weniger oder bis zu keine Nebenwirkung zu haben, werden wir sehen, ob es stimmt, und so weiter und so fort. Einfach nur, falls Sie einen Bereich suchen, wo sich Regelbrüche in den nächsten Jahren andeuten, wo man als Entrepreneur echtes Geschäft machen kann, das ist einer. Die Verschmelzung von Nahrungsmittel, IT und Pharma. Lassen Sie uns kurz zurück zu diesen Rulebreakern. Ich möchte Ihnen noch einen anderen vorstellen, der heißt Oliver Blume. Der hat den deutschen Apothekenmarkt ziemlich stark durcheinander gebracht. Und bei Apothekenmarkt denken alle an Doc Morris. Nee, stimmt, also stimmt auch, das war der Online-Mensch, das ist der stationäre Mensch. Der hat zum ersten Mal Apotheken gegründet, die aussehen wie Supermärkte. Der Regelbruch darin, bisher denken alle oder dachten alle in diesem Land, dass Apotheken so Tante-Emma-Läden sein müssen. Ja, man geht rein, Desk, dahinter jemand im weißen Kittel, plötzlich wird man ganz klein, der ist ganz groß und fragt, wie sieht denn das Leben so aus, was darf ich denn tun? Der sagt, nee, alles Quatsch, also nicht alles Quatsch, aber es gibt eine ganz große Zielgruppe, die will selbstständig, souverän entscheiden. Den biete ich Supermarkt-Apotheken. Nennt sich Easy Apotheke, hat eingeschlagen wie verrückt, so sieht dieser Mensch aus. Und das Interessante ist, wenn man den fragt, also für mich das Interessante, wenn man den fragt, wie hast du eigentlich rausgekriegt, wie hast du verstanden, dass dort ein Regelbruch möglich ist in diesem Bereich, dann sagt er eine interessante Geschichte.
Er sagt, ich hatte ein Konzept. Ich bin zu Einrichtern gegangen und habe die Einrichter gefragt, willst du mit mir zusammenarbeiten, wollen wir kooperieren? Und da haben die Einrichter gesagt, oder also der, von dem er redet, hat gesagt, ja super, tolles Konzept, machen wir. Und das Tippgeld, das teilen wir uns. Und er hat gefragt, was für Tippgeld? Und der Einrichter sagt, naja, ist doch normal. Also wenn eine Apotheke eingerichtet wird, gibt es ungefähr 150.000 Tippgeld. Was man so untereinander aufteilt. Du 75, ich 75. Und dann hat er gefragt, also erzählt er selbst, Tippgeld, also können sich die Apotheker denn das leisten, wenn eine Apotheke gründet, dann Tippgeld und so? Ach ja, das ist doch ein System, da stehen doch Banken dahinter und die haben wieder mit Steuerberatern zu tun und so weiter. Das ist doch ein in sich geschlossenes System, funktioniert. Oliver Rahr nennt das die Fettschicht. Oliver Blume nennt das die Fettschicht. Wenn Sie auf eine Branche treffen, in der es ein sehr stark miteinander verwobenes System gibt, wo Dienstleister sozusagen hohe Margen finden, Fettschichten, dann haben Sie eine echt klare Chance, dort einen Regelbruch zu vollziehen, in dieser Branche. Allerdings ist das nicht einfach. Man muss das ganz klar sagen, Oliver Blume hat auch die Downside der Geschichte zu spüren bekommen. Der hat auch ein bisschen damit gespielt, muss man sagen. Als er seine erste Apotheke gegründet hat in Hannover, hat er die 300 Meter neben der Apotheke der Präsidentin der niedersächsischen Landesapothekerkammer. Ja, geht weiter, Moment. Samstags geöffnet, Stretch-Limo gemietet, weißes Ding, diese Aufkleber da, dann drauf und den ganzen Samstag mit lauter Musik hoch und runter vor der Apotheke der niedersächsischen Präsidentin. Das hat ihn nicht gefreut. Der nennt das Legal Marketing, ja? Der wollte verklagt werden von denen. Wurde verklagt, große Presseberichte und so weiter. Seine zweite Apotheke hat er übrigens, da hat er einen Franchise-Nehmer gesucht, gefunden hat er den Ex-Schwiegersohn des Präsidenten der Bundesapothekerkammer. Ex-Schwiegersohn, ja. Kreatives Marketing, könnte man dazu sagen, aber das Problem ist, der hat irgendwann gemerkt, irgendwann war sein Auto zerkratzt. Okay, hat er gesagt, Kollateralschaden. Dann hat er gesteckt bekommen von einem Pharmagroßhändler, dass auf ihn ein Privatdetektiv angesetzt ist, der beweisen soll, dass er fremdgeht. Er sagt, er ist nicht fremdgegangen, also ja, okay. Aber dann war es schwer. Dann hat er einen Anruf bekommen, eine klassische Morddrohung. Wenn du nicht aus unserer Stadt verschwindest, wird es dir und deiner Familie nicht gut gehen. Häufte sich, er sprach mit seinen Kindern, er kriegte mit, dass die Kinder in der Schule auch nicht sowas, aber auch schwierige Sachen hören, ist dann zu einer anonymen Adresse umgezogen, also eine echt blöde existenzielle Situation. Ich habe den gefragt, ja, aber das ist eine Situation, wo 99% unter uns gesagt hätten, bis hierher und nicht weiter, das ist es nicht wert. Meine Familie, meine Kinder, nee. Und der sagt eine interessante Sache, der sagt, diese Frage habe ich mir nie gestellt. Der kriegt eine Morddrohung und stellt sich nicht die Frage, höre ich jetzt auf oder nicht. Das ist aus meiner Sicht der Unterschied. Der Unterschied zwischen Rulebreakern und Querdenkern, oder wie sie die immer nennen. Ja? Querdenker sind super. Aber durch eine existenzielle Situation, die entweder heißt Morddrohung oder die heißt Pleite oder die heißt, mein Freundeskreis wendet sich von mir ab oder was auch immer, durch die durchzugehen, das unterscheidet die, die wirklich Erfolg haben, von denjenigen, die oftmals nur darüber reden. Müssen übrigens keine alten oder korpulenten Typen sein, ja? Diese Rulebreaker. Vanja Oberhof kennen Sie vielleicht hier aus Berlin. Der hat dieses Zeitungsprojekt gestartet, was ziemlich schweißtreibend war für einige Verlage. Inzwischen ist die gedruckte Version offline gegangen sozusagen. Ja. Inzwischen gibt es nur noch die Online-Version. Aber das Interessante, also der bringt eine individuelle Zeitung, ist sein Konzept. Ja. Nicht mehr diese vorgefertigten, sondern Sie kriegen die Sportseite aus Hamburg, weil Sie dort HSV-Fan sind und Sie kriegen den Politikteil von da und so weiter und so fort. Individuelle Zeitung. Müssen Sie nicht merken, ist egal. Das Interessante ist für mich, dass dieser Vanja Oberhof kein Experte ist für Verlage, für Zeitungen. Der hat genau genommen keine Ahnung davon. Genauso wie Oliver Blume keine Ahnung von Apotheken hat. Der hat nicht Pharmazie, der hat gar nichts studiert. Ja? Der ist Entwickler gewesen in so Bahnhöfen zu Einkaufspassagen, die zu entwickeln. Ich glaube, dass es für die meisten
regelbrechenden Geschäftsmodellinnovation hinderlich ist, zu viel Expertise zu haben. Es ist gut, wenig zu wissen, weil man dann Chancen und Risiken anders einschätzt. In dem Beispiel, der Vanja Oberhof erzählt von sich selbst die Geschichte, der musste mal nach Düsseldorf fliegen zum Handelsblatt, die wollte er als ersten Kooperationspartner gewinnen, trifft in Tegel hier am Gate den Linken der Zerknirschten da, den Schili. Und sagt, Otto Schili, Sie haben ja 5 Minuten Zeit, darf ich Ihnen mal was vorstellen? Ich habe hier eine individuelle Zeitung. Da sagt der Schili als erstes, finde ich super, dass junge Menschen dynamisch und Gründer und tralala und so. Sagt er, ja, alles gut, aber was sagen Sie zu meiner Zeitung? Und sagt der Schili, wissen Sie, ich bin Stammleser, ich habe meine Zeitung, für mich ist das nichts. Aber für meine Tochter, die ist nicht Stammleser, die nimmt mal die, mal die, mal die, mal die. Für die wäre das was. Und der Typ sagt, danke, fliegt nach Düsseldorf zum Handelsblatt, sitzt dort und irgendwann kommt logischerweise die Frage, warum sollen wir denn mit Ihnen kooperieren? Wir machen uns doch selbst Konkurrenz, wir kannibalisieren uns doch selbst mit Ihnen. Und da sagt er, wissen Sie, ich habe gerade den Schili getroffen. Das ist Ihr Stammleser, den verlieren Sie nicht. Der will das gar nicht. Aber seine Tochter, die ist nicht Ihre Leserin, die gewinnen Sie. Was ich damit sagen will, die schätzen, diese Menschen, die das schaffen, die schätzen Chancen und Risiken anders ein. Und sie orientieren sich ganz klar nicht auf etablierte Zielgruppen, sondern neben jeder etablierten Zielgruppe einer Branche gibt es eine Gruppe, die von den Grundregeln dieser Branche nicht bedient wird. Wie Otto Schilis Tochter. Und darauf orientieren sie sich. Der Regelbruch an sich ist nichts, hat keinen Wert. Der Regelbruch hat deshalb einen Wert, weil es Menschen da draußen gibt, die nach den etablierten Regeln nicht spielen wollen, die man als Zielgruppe adressieren kann. Noch ein Gedanke, wo kommt der nächste Regelbruch raus? Schauen Sie diesen Menschen, also Digitalität, ja, das wissen wir alle, da rede ich jetzt nicht viel drüber, Internet der Dinge und tralala. Das ist ein interessanter Typ, Dale Herrickstedt, ist einer der Designer, der Chefdesigner für einen Film gewesen, vor ein paar Jahren, viele Jahre schon, 2002 kam der raus, der hieß Minority Report. Sie erinnern sich vielleicht, ja, Menschen standen unter anderem vor Wänden und machten so. Damals sagten wir irgendwie, die spinnen alle. Heute sagen wir Gestensteuerung. Das wusste der vor 10 Jahren oder hat es geahnt. Ich habe viel mit dem diskutiert. Der hat auch einen Preis bekommen, dieses rote Ding, was Sie da sehen. Und zwar nicht für die Minority Report Geschichte, sondern dafür, dass er uns ein System gezeigt hat, was ich persönlich für den nächsten Regelbruch im Computer, im Digitalbereich halte. Nämlich dieses Ding. Mit diesem Ding steuern Sie allein durch die Kraft ihrer Gedanken einen Computer. Und dass das geht, das wissen wir in Universitätslaboren schon lange. Dummerweise kostet es bisher einen 7-stelligen Betrag. Das hier kostet ungefähr die Hälfte Ihres Smartphones. 300 US-Dollar, 299 US-Dollar. Und Sie können beginnen, binnen sagen wir, 3, 4, 5 Minuten tatsächlich ein Gerät zu steuern. Ich möchte Ihnen das kurz demonstrieren, damit Sie mir glauben, dass das jetzt kein Quatsch ist. Wer von Ihnen, kommen Sie, Sie... Haben Sie schöne Hirnwellen? Darauf kommt es an. Also äußerlich alles super, ja? So. Hallo. Das wäre Ihr Stuhl. Ich muss Ihnen kurz, Sie sehen gleich, keine Bange, Sie sehen gleich, was hier passiert. Ich starte Ihnen hier kurz dieses Gerät. So, jetzt setze ich Ihnen das auf den Kopf. Und dann schauen wir mal, ob irgendetwas passiert. So, ja, mal schauen, ich versuche mal, dass Sie auch was sehen, warten Sie, ich muss hier kurz umstecken. Wunderbar, Sie sehen genau dasselbe, was er sieht. Sie sehen, die Grünen sind verbunden, die anderen nicht so richtig, da könnte man jetzt noch dran rumfummeln, aber hier sehen Sie, dass er sein Hirn angeschaltet hat, das ist ganz gut. Also, wenn diese Dinger rot sind, dann ist da was los, ja? Und hier sehen Sie seine Aufgabe. Sie sehen alle diesen Würfel, er sieht ihn auch. Seine Aufgabe wird sein, allein durch die Kraft seiner Gedanken diesen Würfel zu bewegen. Und dafür braucht das System 2 ganz kurze Trainingssessions, jeweils 8 Sekunden, also kurze Sache. Zuerst muss das lernen, wie es bei Ihnen im Kopf aussieht, wenn Sie nichts denken. Neutral. Also jetzt. Also, ja, genau. Schließen Sie kurz die Augen, versuchen Sie an nichts zu denken, und zwar für 8 Sekunden, ab jetzt.
Super, vielen Dank. Jetzt passiert noch nichts, das war sozusagen der Konfigurationsmodus. Und jetzt stelle ich hier mal ein nach links. Das heißt, nochmal 8 Sekunden, schauen Sie auf den Würfel und stellen sich in diesen 8 Sekunden vor, Sie würden ihn nach links bewegen. Also Sie sehen, dass er sich nach links bewegt, irgendwann ist er hier drüben. 8 Sekunden, ab, jetzt. So, und jetzt schauen wir, ob irgendwas funktioniert. Versuchen Sie, ah, da ist er schon. Entspannen Sie sich. Gut. Nochmal, naja, nicht, dass Sie denken, das ist jetzt aufgezeichnet oder sowas, ja. Nochmal versuchen, bitte den Gedanken zu finden. Da ist er, genau. Das ist eine viel zu leichte Übung für Sie. Jetzt wird es schwerer und da, jetzt sage ich gleich, das klappt nicht immer, ja, weil jetzt kommt ein Gedanke, der ist ein bisschen komplexer. So, warten Sie. So, Disappear steht hier. Ihre Aufgabe ist, versuchen Sie sich vorzustellen, 8 Sekunden lang, dieser Würfel würde verschwinden. Er wird blass, 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 irgendwann ist er weg, dann ist es nur noch schwarz. 8 Sekunden, ab jetzt. Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt schauen wir, ob wir den, ah, das war der Linksgedanke. Ja? Ja, da ist er weg, da ist er weg. So. Wenn er jetzt noch eine Stunde übt, ja, erstmal, genau. Vielen Dank für das kleine Experiment. Viel mehr Zeit, warten Sie, ich nehme Ihnen das ab. Viel mehr Zeit haben wir nicht. Danke. Wenn er das jetzt noch eine Stunde übt, steuert er damit ein Computerspiel. Links, rechts, vor, zurück, schießen, springen, was weiß ich, was man da braucht. Die ganz normalen Sachen sind ziemlich easy. Es gibt Entwickler bei Automobilherstellern, die damit auf Teststrecken selbstverständlich Autos fahren, tatsächlich. Neulich war mal eine Zeitungsmeldung, da hieß es, Airlines in Flugsimulatoren lassen damit, also Piloten lassen damit, allein durch die Kraft ihrer Gedanken, Flugzeuge starten und landen. Ich will nicht sagen, dass Sie alle dieses Ding hier in ein paar Jahren tragen, ja, das ist ja für ein Blödsinn. Es gibt nur Patente, die behaupten, dass das, was da gemacht wird, nämlich dass Sensoren sozusagen messen, welche Hirnstrom gerade da in meinem Kopf los ist, das geht auch durch die Luft, behaupten Patente, wenn die Entfernung nicht mehr als 1 Meter ist. Setzen Sie sich nachher in Ihr Auto, schauen mal nach oben, ob da irgendwas ist im Abstand von 1 Meter, wo man Sensoren einbauen kann. Dann sind Sie ungefähr da, worüber ich mit Ihnen rede. Dieser Regelbruch heißt nicht Gedankensteuerung. Dieser Regelbruch heißt, dass falls Sie ein Geschäft machen oder ein Geschäft gründen, was irgendetwas mit Daten zu tun hat, dann haben wir bisher gedacht, dass Daten, also unser Verständnis von Daten verändert sich. Wir haben bisher gedacht, Daten sind Dinge, die so in Tabellen stehen, Worte und Zahlen, nannten wir Datenbanken. 60er, 70er Jahre, letztes Jahrhundert entstanden, damals übrigens auch der Datenschutz dafür entstanden, den wir heute noch leben. Inzwischen, wenn Sie E-Commerce betreiben, wissen Sie, dass diese statischen Daten, kann man haben, aber um ehrlich zu sein, naja, nicht wirklich spannend. Spannend ist, Jansky ist gerade hier an diesem Ort, denkt gerade das, sucht gerade das. Temporäre Daten, Bewegungsdaten. In 5 Jahren, heute plus 5 Jahre, addieren Sie bitte zu den temporären Daten menschliche Emotionen. Geräte verstehen menschliche Emotionen mit diesem Handschuh von dem Bodo Urban da. Ja. Heute plus 10 Jahre einfache menschliche Gedanken. Das wird Ihr Geschäft sein. Und falls Sie einfach nur mal auf diesen Dale Herrickstedt stoßen, diesen Minority Report Menschen, was der heute tut, das ist interessant, weil der sagt, wir werden in einer Welt leben, in einer Digitalwelt, in der quasi jegliches Display zu einem 3D-Display wird. Oder wenn wir nicht auf dem Display schauen, dann haben wir halt diese komischen Datenbrillen auf der Nase. Der Regelbruch darin ist, es entsteht ein Raum zwischen dem, was ich dem Objekt, was ich anschaue, und meinem Augapfel, entsteht ein Raum, der bespielbar ist. Während heutige Strategien, ob das E-Commerce ist oder Marketing oder was auch immer, immer darauf abzielt, da hinten irgendwo als Spot oder was weiß ich, da hinten auf dieses Objekt zu kommen, ist das in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr wirklich spannend. Das, wo Sie sich, falls Sie Regelbrecher sind, hinorientieren sollten, ist, die Layer im Raum zu besetzen. Das ist der strategisch wichtige Ort. Die Layer zwischen Augapfel und dem Objekt. Dort macht man Geschäft.
Und das führt zu elektronischen Assistenzsystemen, ja, intelligente elektronische Assistenten, die uns begleiten und so weiter. Da will ich gar nicht drüber reden, das ist ja in jedem zweiten Ihrer Gründungskonzepte drin. Ich will Ihnen nur sagen, wie funktionieren diese Dinger, wenn sie gut funktionieren? Finanzassistent, Mint.com, amerikanisches Ding. Das funktioniert, das ist die Banalität, wie das funktioniert, ist so schön. Das analysiert, was auf meinem Konto los ist, auf meiner Kreditkarte. Und sagt mir, er macht irgendwelche Budgets, interessiert mich alles nicht. Am Ende, das ist interessant für mich, am Ende sagt mir dieses Ding, Jansky, du bist doof. Ich meine das wirklich so, du bist doof, weil im Vergleich zu allen anderen, die mich benutzen, verlierst du 1.358 Dollar jedes Jahr. Wie lange lassen Sie sich von diesem Ding sagen, dass Sie doof sind? Unser Beharrungsvermögen ist unterschiedlich. Ja, der eine so, der andere so. Irgendwann drücken Sie diesen Knopf. Und mit den 2-3 Klicks hinterher haben Sie in dem Fall Ihren Kreditgeber gewechselt, im anderen Fall Ihren Stromtarif, Telefontarif, Versicherungstarif, können Sie durchdeklinieren durch Ihre Welt. Das ist die strategische Macht dieser elektronischen Assistenzsysteme, wenn sie einen Zusatznutzen haben, wenn sie nicht nur irgendwie Marketinggedöns sind. Und dass es dahin kommt, liegt, um ehrlich zu sein, nicht daran, dass wir uns das alle wünschen. Dass es darin kommt, liegt daran, dass Technologie sich entwickelt. Sie haben schon von dem IBM Supercomputer, von dem Watson mal gehört, ja? Der hat vor ein paar Jahren diese Jeopardy Game Show gewonnen. Wissen Sie, was der jetzt macht? Der ist an eine US-Uniklinik gebracht worden und hat 18 Monate lang jegliche Literatur zu Krebs, also dieser Krankheit, gelernt. Ich habe mir sagen lassen, die Literatur zu Krebs verdoppelt sich alle 5 Jahre. Also wenn Sie heute Medizin mit Schwerpunkt irgendwas da studieren, müssen Sie in 5 Jahren nochmal studieren. In 10 Jahren müssen Sie dummerweise nicht mehr 5, sondern 10 Jahre studieren. In 15 Jahren müssen Sie 20 Jahre studieren. Das ist alles nicht machbar für Menschen, für den schon. Wenn Sie heute mit den Menschen reden, mit denen, die mit ihm arbeiten, sagen die Ihnen heute schon, das ist der beste Krebsdiagnostiker der Welt. Ich sage Ihnen das deshalb, weil die Technologieprognose relativ einfach ist. Die heißt, 2020, 5-6 Jahre, haben wir alle Watson in unserer Tasche. Dann ist das klein geworden wie ein Handy, dann ist das billig geworden wie ein Handy und jeder, der sich heute ein Handy leisten kann, hat Watson in der Tasche. Das ist die Welt, für die Sie Geschäftsmodelle entwickeln. Bitte nicht die von gestern nehmen. Ja? Ich gehe mal hier drüber, ich habe ein bisschen wenig Zeit im Augenblick. Es verändern sich Märkte. Ja, ich versuche langsamer zu reden. Märkte verändern sich. Schauen Sie, wenn das früher die Pyramide war, die Marktpyramide der ganz vielen Märkte, links, unten die Aldis dieser Welt, oben die Porsches dieser Welt, der große Standardbereich in der Mitte, gibt es heute schon in kaum noch einer Branche. Wir sind weit auf dem Weg in diese hier. Standard schmilzt. Noch ist es ein bisschen da, irgendwann ist das weg. Und das Interessante an dieser Pyramide der Zukunft ist, dass der untere, der Economy-Bereich, nach einer völlig anderen Logik funktioniert als der obere. Unten funktioniert nach der Logik, ich will bestes Preis. Also eine Software analysiert mein Qualitätslevel, also meine Bedürfnisse, und bietet mir das Beste, sucht mir das Beste raus für dieses Qualitätslevel. Oben hat mit dieser Preis-Leistungs-Geschichte nichts zu tun. Oben in Premium habe ich das mit Produkten zu tun, mit denen Menschen ihre Identität ausdrücken können. Wir nennen das Identitätsmanagement. Ich benutze ein Produkt, um anderen Leuten zu zeigen, ich bin besonders. Besonders öko, besonders sportlich, besonders reich, besonders kulturinteressiert, besonders innovativ, dynamisch, was weiß ich, gibt vielleicht 20 Arten, die Menschen ausdrücken wollen. Und ich bitte Sie, ganz klar zu unterscheiden, weil die Geschäftsmodelle sich so klar unterscheiden. Dinge wie Teekampagne oder viele interessante Gründungen sind Dinge, mit denen Menschen, Produkte, mit denen Menschen ihre Identität ausdrücken. Anderen Menschen zeigen, ich bin toll, ich gehöre dazu. Oder eben, ich gehöre nicht zu den anderen. Völlig anderes Konzept als da unten. Kann man durchdeklinieren mit verschiedenen Kundensegmenten. Wenn Sie wollen, das ist kostenlos auf meiner Website, also auf der Website meines Instituts, wenn Sie das interessiert, die Beschreibung der Kundensegmente der Zukunft, laden Sie es einfach runter. Worauf ich Sie noch hinweisen möchte, ist eine wichtige Sache. Weil ich glaube, dort ist wahnsinniges Potenzial. Ich toure seit 10 Jahren durch die Unternehmen dieses Landes und höre immer das Gleiche. Und zwar von den Etablierten von dem Maschinenbau und Industrie und so. Finanzen, Immobilien, höre ich immer, ja, das ist nur was für diese digitalen Spinner. Ja, oder für diese Fast-Moving-Consumer-Goods oder sowas. Nicht für uns.
Und ich erzähle denen seit Jahren, ja, aber schaut mal bitte, was da sich da im 3D-Druck entwickelt. Und dann sagen die, ja, ja, wir wissen, was sich im 3D-Druck entwickelt. In jeder zweiten, eure Trendforscherprognose ist, in jeder zweiten Küche wird so ein Ding stehen da, so ein Drucker. Und wenn Oma zu Weihnachten kommt, drucken wir ihr eine individuelle Tasse. Habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja? Ist natürlich kein Geschäft, ist logisch, kein Geschäftsmodell. Das Problem ist, 3D-Drucken ist nicht das. Streichen Sie das aus Ihrem Kopf, falls Sie es noch drin haben. 3D-Drucken ist das. Amerikanischer Professor, der hat auch einen Drucker, einen 3D-Drucker, aber der ist ein bisschen größer. Der druckt Häuser. Sein Zielmarkt, wie Sie da oben unschwer erkennen, ist so der amerikanische Vorstadtmarkt. Ja, also simple Einfamilienhäuser, sage ich mal. Und das Geschäftsmodell, also der druckt Häuser in 20 Stunden mit einem Minimum des bisher eingesetzten Budgets für Hausbauer. Dessen Geschäftsmodell besteht darin, der schickt sie in Urlaub, eine Woche, der zahlt übrigens den Urlaub. Ist in seinem Geschäftsmodell kein Spaß, ja, ist da drin. Sie fahren weg. Der räumt aus, reißt runter, druckt neu, räumt wieder ein. Nach einer Woche haben Sie ein neues Haus. Und ich sage das bewusst, weil das Haus anders, also das Neue sieht anders aus als das Alte. Sonst macht das keinen Sinn. Zwei Zimmer mehr Kinder dazugekommen, zwei Zimmer weniger Kinder weg, was weiß ich. Das heißt auf Deutsch, Produkte, die sich in dieser digitalen Logik, in diesem, ich nenne das digitalen Regelbruch, bewegen, haben eine Eigenschaft. Sie passen sich an die veränderten Nutzungssituationen der Menschen an. Sie sind adaptiv, also nicht nur individuell, dann würde ich ein Haus einmal kaufen, so wie es für mich gebaut ist, und dann ist das Leben lang so. Nein, individuell plus situativ, anpassen, zusammengenommen adaptiv. Heißt selbst Branchen, von denen wir bisher dachten, dass sie sozusagen, also Haus, ja, der richtige Deutsche baut irgendwann ein Haus auf Lebenszeit und dann sollen auch noch meine Kinder das erben und da drin leben, obwohl sie sich nicht wollen. Ja. Nein, Haus, selbst Haus wird adaptiv. Und all die Finanzkonzepte übrigens hinten dran auch. Wenn sie besonders innovativ sind, dann haben sie ein Haus für 5 oder 10 Jahre, dann drucken sie neu. Wenn sie nicht ganz so innovativ sind, dann eben 15, 20 Jahre. Und dann gibt es diesen Typen, der sagt Ihnen, also wenn ihr jetzt hartes Zeug druckt, ich drucke weiches, ich drucke menschliches Gewebe. Der will Herzen drucken. Das ist ein großer Ersatzteilmarkt, ja, kann man sich vorstellen. Das hat er noch nicht geschafft. Was er geschafft hat, sind menschliche Adern. Die funktionieren, die gibt es bereits. Und er hat einen Sohn. Dieser Sohn sagt, Mensch Vater, du druckst jetzt hier menschliches Gewebe, das geht doch auch mit tierischem Gewebe. Wie viele Menschen gibt es in dieser Welt, die kein Steak essen können? Weil das so teuer ist. Also nicht in dem Land, ja, in der Welt. Und wie viele gibt es in diesem Land, die kein Steak essen wollen, weil vorher ein Tier sterben musste? Der sagt, das ist mein Markt. Ich drucke Steaks. Geben Sie bei YouTube Bioprinter ein, Sie kriegen sofort Videos, wo der auf der Bühne ein Steak isst. Der sagt, es schmeckt halt nicht besser, aber eben auch nicht schlechter, ist halt ein Steak. Im Augenblick noch ein ziemlich teures, ja, aber da verändert sich der Markt. Dieser Regelbruch braucht noch ein paar Jahre. Dieser Regelbruch hier, der kommt dieses Jahr. Der heißt, der private Bereich, wir Privatmenschen, erobern sozusagen den Luftraum über uns. Dieses Jahr wird vermutlich der erste kommerzielle Touristen-Weltraumflug starten. Richard Branson, seine Familie, setzt sich in dieses Spaceship Tour. 6 Plätze da drin, dauert ein paar Stunden, vorher 2 Tage Training, also nichts mit irgendwie staatlichen Raumfahrtprogrammen und irgendwie das ganze Leben darauf vorbereiten. Nee, braucht ein bisschen Geld, das stimmt, aber wir werden es in unserem Leben noch erleben, dass die Wohlhabenderen unter uns sozusagen sich freitags verabschieden und sagen, Montag bin ich wieder da, Wochenende im All. Wohin führt das? Diese Digitalisierung. Ich habe diesen Menschen getroffen, Henning Schärfe, dänischer Professor. Der behauptet, ich will das nicht als übernehmen, ja, aber der behauptet, das führt ganz einfach in eine Welt, in der, wenn diese Watsons, wenn die so intelligent werden, dass sie in unsere Tasche, in unser Handy passen, dann nehmen die auch unsere Gestalt an. Dann drücken die auch Emotionen aus. Dann werden Computergeräte menschlich. Der hat es auf die Spitze getrieben, der hat seinen Doppelgänger gebaut. Können Sie sich anschauen, also der sitzt daneben, mit dem kann man reden. Man merkt schon, dass es eine Maschine ist. Ja? Aber gehen wir da rein? Was will ich Ihnen damit sagen? Die meisten? Ich gehe noch mal auf die Unternehmen, wo ich sonst immer so zu Gast bin. Ja? So die Vorstands- und Strategiekreise und so weiter.
Ich kriege immer eine Reaktion, ganz typisch. Das ist die Reaktion, das ist nicht meine Welt. Und ich verstehe das. Weil ganz viele unter uns da sind, die sagen, ich lebe nach Regeln. Die haben sich über, weiß nicht, 10, 20, 30, 40 Jahre gefestigt. Ich will die nicht brechen. Um Gottes Willen, das ist mein Leben. Kann ich da raus aus der Welt? Weihnachtsmann wollte auch aussteigen. Nein, wir können nicht. Also im Privaten schon, geht schon. Im Geschäftlichen geht es nicht. Und es gibt einen Grund dafür. Und den sehen Sie in dieser ganz banalen Grafik. Wir Menschen sind super in Prognose. Jeder von Sie, ich, jeder, ist so im kulturellen Gedächtnis drin. Wir schauen 10 Jahre zurück, 10 Jahre nach vorn und sagen, oh ja, ein bisschen was wird sich ändern. Hier hinten, ja, ist eine lineare Prognose verankert, in der Sie perfekt sind. Das Problem ist, bei allem, und das ist jetzt nichts Neues, bei allem, was digital ist, wo Digitalität reinkommt, verlassen wir diese lineare Prognose. Mooresches Gesetz, alle 18 bis 24 Monate verdoppelt sich die Rechenkapazität von Computern. Oder anders ausgedrückt, alle 18 bis 24 Monate halbiert sich der Preis bei gleicher Leistung. 1000-mal totgesagt, immer noch gibt es das. Das führt dazu, dass die Prognosen, die wir treffen, die ich treffe, die Sie treffen, wenn wir irgendwo da sind, in die Richtung gehen. Und jetzt sind wir in der Entwicklung ein bisschen mehr und haben ein bisschen mehr entdeckt. Dann geht die dahin. Und jetzt sind wir schon fast durch die Entwicklung und prognostizieren wir dahin. Ich möchte Sie auf dieses Gap aufmerksam machen, auf diese Lücke zwischen der Exponentialfunktion und der linearen Prognose. Weil diese Lücke ist für Sie die Chance. Für andere ist das echt Stress und Gefahr. Für Sie ist das die Chance. Das ist das, warum Entrepreneure, die irgendwas mit Digitalität zu tun haben, im Augenblick so wahnsinnige Chancen haben. So wahnsinnige Chancen, komplette Geschäftsmodelle umzuändern. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die anderen, die haben sich gerade die letzten Tage auf der Frankfurter Buchmesse getroffen, einige davon, dagegen kämpfen wie die Wahnsinnigen. Und das ist nicht mal was Neues. Es hat in diesem Land mal eine Zeit gegeben, da ist man ins Kino gegangen und da gab es davon nur Stummfilme. Sie waren im Kino, haben geschaut, den Stummfilm, auf der Bühne waren Musiker, die machten, Berufsmusiker, machten Musik zum Stummfilm. Und irgendwann hat irgendein Blödmann diesen Tonfilm erfunden. Was für ein Idiot. Ja? Was ist damals passiert? Es kam dieses Plakat raus, das hieß, Tonfilm ist wirtschaftlicher geistiger Mord, verdirbt das Gehör, quietscht, ruiniert Existenz der Musiker und Artisten. Deckt sich 1:1 mit dem, was ich auf der Frankfurter Buchmesse höre. Deckt sich 1:1 mit dem, was ich über Uber und Taxis in den Zeitungen lese. Tauschen Sie einfach eine Worte aus und Sie finden genau dieselben Argumente. Das Problem ist, was ist wirklich passiert? Wie viele Stummfilme haben Sie in Ihrem Leben gesehen? Ja, einen, ne? Genau. Gab mal einen in den Kinos, sowas, so ein Arthouse-Film sozusagen. Das ist der Premium-Markt dann, ja? Insgesamt sind wir uns wahrscheinlich einig, dass Tonfilm jetzt keine ganz blöde Idee ist. Was ist passiert? Tatsächlich, die Musiker, die ihr damals ihr Geschäft in die Hand genommen haben, sind auf große Bühnen gegangen, haben Fans bekommen, haben mehr Geld verdient. Die, die nichts gemacht haben, sind tatsächlich zum Teil arbeitslos geworden. Ja, es werden Taxifahrer arbeitslos werden. Müssen wir nicht romantisch sein in den nächsten Jahren? Natürlich. Das ist die Entwicklung der Zeit. Und das dazu führt auch Regelbruch. Wenn Sie tatsächlich Ihr Geschäftsmodell so disruptiv anlegen, dass es eine echte Marktveränderung hat, dann gehen bei den anderen Arbeitsplätze verloren. Ja. Hoffentlich schaffen Sie genauso viele, wie da verloren gehen. Was muss man tun? Das ist für Sie nichts Neues. In so einer Situation, die wir heute sind, Steve Jobs bringt das in einem Satz, die Amis sind da sehr gut, seine Biografie, Seite 408, wenn du dich nicht selbst angreifst, jemand anderes wird es tun. Wir müssen, und das ist die Grundlage von allem, worüber wir reden, wir müssen das, was bisher ist, angreifen. Und das, woran wir bisher glauben, müssen wir auch angreifen. Das ist das Grundmuster all dieser Rulebreaker. Es sind noch ein paar mehr in diesem Buch drin, wie Sie sehen, der Ryanair und Mediamarkt und so weiter und so fort. Dieses Manifest kommt genau zu dieser Aussage. Ja? Wenn du dich nicht selbst angreifst, irgendwer wird es tun und es ist besser, sich selbst anzugreifen, als wenn jemand anderes es tut, weil die Chance zu gewinnen ist einfach höher. Es gibt keine Garantie, aber die Chance ist höher. Und wie muss man denken? Und da bitte ich Sie, da stelle ich Ihnen noch mal als allerletztes einen dieser Rulebreaker aus diesem Buch vor, das ist Michael Zerr, der hat in Ihren Köpfen den Strom gelb gemacht. Der hat Yellowstrom erfunden. Vorher wussten Sie nicht, dass Strom gelb ist. Ja, seitdem wissen wir das. Der hat sozusagen echt eine kulturelle Leistung vollbracht.
Der hat über seinem Schreibtisch seine 5 Grundregeln hängen. Und ich bitte Sie, Ihre eigenen Glaubenssätze oder das, wonach Sie handeln, damit zu vergleichen. Weil wenn Sie nicht ähnlich ticken, werden Sie diese echten Regelbrüche, diese Geschäftsmodellinnovation nicht schaffen. Ich finde am besten das Letzte. Ja? Es ist besser, nachher um Entschuldigung als vorher um Genehmigung zu bitten. Exakt dieses brauchen Sie. Den Unternehmen, falls Unternehmensvertreter von Ihnen hier sind, noch mit auf den Weg gegeben, einen Satz. Auch Sie können disruptive Innovation benutzen, auch Sie können Rulebreaker-Strategien benutzen, allerdings nicht, wenn Sie im Kopf haben, dass Sie ein Unternehmen haben, was so eine Art Tanker ist. Also versuchen Sie nicht, einen Tanker zu wenden oder zu bremsen oder so, alles Quatsch. Aber meine Behauptung ist, auch Sie sind kein Tanker. Sie sind eine Flotte. Irgendein Blödmann hat mal in Management-Literatur geschrieben, Sie sind alle Tankerkapitäne. Quatsch, Sie sind Flottenadmirale. Klingt super, ja? Das Interessante an der Flotte, die hat große Schiffe, die fahren schön geradeaus, nichts daran tun, solange dieses Ding irgendwie Geld macht, nichts daran tun, bitte nicht. Aber wichtig an der Flotte sind die Kleinen, die Speedboote. Da können Sie Entrepreneur-Teams draufsetzen, auch wenn Sie aus einem Konzern kommen. Geben Sie ein bisschen Geld, nicht zu viel Geld, sonst machen die einen Tanker draus, das ist Vorsicht, ja. Ein bisschen Geld und die Aufgabe, greife mein eigenes Geschäftsmodell an. Das ist sozusagen die Versicherung, ist keine Garantie, aber die Versicherung, falls unser Geschäftsmodell in unserer Branche sich ändert, dann bin ich vorn mit dabei. Falls es sich nicht ändert, dann war es verschenktes Geld. Aber so ist das bei Versicherung. Ja? Das heißt, im Klartext oder vielleicht für heute, für die Diskussion, für Ihre Diskussion heute am heutigen Tag, eine letzte Bitte, ein letzter Gedanke für Sie. Wenn Sie gründen, wenn Sie Geschäftsmodelle entwerfen und richtig Gas geben, ja, also sich ins Auto setzen, richtig Gas geben, ich bitte Sie, vermeiden Sie den Fehler, den ich am allermeisten sehe, und zwar egal, ob Konzern oder Startup. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, in Marktforschung zu schauen. Das ist wie, wenn Sie sich ins Auto setzen, Gas geben, immer in den Rückspiegel schauen. Sie sehen immer nur das, was hinten ist. Sie sehen nicht die Menschen, die unzufrieden mit den bisherigen Regeln sind in der Marktforschung. Tun Sie nicht. Bitte Sie, schauen Sie durch die Windschutzscheibe, wenn Sie gründen. Vergessen Sie all die Marktforschung, also man kann mal reinschauen, ist ja gut, ja, Blick in den Rückspiegel im Auto ist auch gut, aber eben nicht ständig. Nehmen Sie die Windschutzscheibe, reden Sie mit Menschen, die heute schon tatsächlich Geschäftsmodelle entwickeln, Technologie entwickeln, die es morgen gibt, das sind Menschen aus Fleisch und Blut, mit denen kann man einfach, die kann man anrufen, mit denen kann man reden, mit denen kann man sich treffen, nichts anderes tun Sie hier, gestern und heute, und dann geben Sie richtig Gas. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Dankeschön.